Hi liebe Cats und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor einer Weile war die Unicorn in Österreich und ich war zwar nicht selber da, aber der liebe Christian hat dort wie auch schon letztes Jahr für mich eingekauft, vor allem beim Bring and Buy, bei dem er mitorganisiert, soweit ich weiß. Da bringen halt Leute ihre gebrauchten Sachen hin und da habe ich ein bisschen eingekauft. Er hat mir aber auch noch ein paar weitere kleine Überraschungen dazu gepackt, hat er gesagt. Außerdem habe ich einige Sachen, die ich gekauft habe, noch gar nicht gesehen, also ja, das könnte doch ganz interessant werden, weil ich eben selber nicht hundertprozentig weiß, was alles drin ist. Deshalb, ja, wird das überraschend. Yay! Das Paket ist riesig und ultra schwer, also ich bin gespannt. Okay, ich sehe hier schon mal ein Programmheft von Polyband Anime. Also ich glaube, da werden auch einige Gratis-Sachen von der Convention drin sein. Da gibt es ja immer Sachen. Und oh mein Gott, ich sehe schon Sachen hier. Ja. Gott, womit fange ich denn jetzt an? Ich ziehe mal das hier raus. Ah, und es ist das Sakura Miku Plüschi. Also das ist eine Vocaloid. Ich werde sie mal auspacken. Das Plüschi ist mega süß. Oh, guckt sie euch an. Also ich mag ja Vocaloid und das Komische ist, eigentlich mag ich Blau viel lieber als Rosa, aber irgendwie gefällt mir die rosa Sakura Miku Version halt viel besser als die ganz normale Hatsune Miku. Und ja, ich wollte schon länger mal irgendwas davon haben, also irgendeine Figur von Sakura Miku oder sowas, aber ja, dann gab es dieses Plüschi und es sah einfach so süß aus, auch wie sie hier so zwinkert und mit dem Blümchen im Haar. Oh, mega, mega cute. Also die Sachen hatten natürlich auch alle einen guten Preis, da sie gebraucht sind. Und ich habe hier unten auch gleich noch ein Plüschi, nämlich. Detektiv Conan, yeah, seine Haare waren ein bisschen verwurschtelt, aber egal. Ja, der sieht auch ziemlich cute aus. Und ich finde es interessant, seine Brille hier, die ist so, ja, aus, was ist das? Ja, Plastik. Aber das hat man echt gut hingekriegt. Ja, ich finde, das ist ein sehr cutes Conan-Plüschi. Yeah, von Conan gibt es irgendwie gefühlt so wenig Merch hier, habe ich das Gefühl. Zumindest sehe ich so wenig davon. Ja, und Conan ist ja auch ein Anime, den ich sehr gerne mag. Ich meine, logischerweise, denn wir machen gerade einen Podcast drüber. Aber gut. Dann haben wir etwas, ich habe schon fast vergessen, dass ich das gekauft habe, aber die Elsa Funko Pop Figur, also von der Eiskönigin natürlich, ihr kennt sie natürlich alle. Ja, war nur 5 Euro und ich dachte mir, yo, Elsa ist einer meiner Lieblingscharaktere und Frozen ist auch einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme. Sie ist sehr, sehr toll. Auch hier, ich mache einfach mal kurz die Folie ab, dann könnt ihr sie ein bisschen besser sehen. Okay, wisst ihr was? Ich hole sie einfach direkt raus. Oh mein Gott, wie cool! Ihr Outfit glitzert, habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Und die kleine Schneeflocke, die sie hier hat, ist auch mega süß. Also ich finde, ihr Kleid haben sie gut hingekriegt, vor allem die Rückseite, auch mit dem Zopf. Wow, das sieht echt nice aus. Ist eine schöne Figur. Aber es gibt noch eine Figur, und zwar von Sailor Uranus. Die habe ich eigentlich nur gekauft, weil es ein guter Preis war. Aber auch, weil ich finde, dass die Figur sehr cool aussieht. Also das ist die Girls Memories-Reihe. Davon habe ich schon Sailor Mercury. Und ich sag mal so, ich finde nicht alle Figuren aus der Reihe toll. Vielleicht habe ich auch Bootlegs gesehen, ich weiß es nicht. Aber bei der hier fand ich, die sieht auf jeden Fall gut aus. Da ist sie. Ja, das ist eine sehr schöne Uranus-Figur. Also ich mag auch ihren Gesichtsausdruck irgendwie. Ja, da haben sie die Haruka doch echt gut hinbekommen. So, und eine Base hat sie auch dabei. Wunder, wunderschön. Da werde ich später mal ein Plätzchen für sie suchen. Oh mein Gott, wie cool! Ah, oh mein Gott, das ist... Okay, wow. Also, ganz von vorne, das hier ist zum Anime Love Junibio and Other Delusions. Und zwar, ich weiß, dass das in den DVDs drin war, also im ersten Schuber, wo ganz viele Extras drin waren. Und das ist eine Medizin gegen die Junibio-Krankheit, die natürlich keine wirkliche Krankheit ist und auch keine wirkliche Medizin. Aber ich habe das bei einem Freund gesehen und ich fand, die Packungsbeilage war so witzig. Ich hoffe, die ist hier auch dabei. Ja, sie ist dabei. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss sie euch mal ganz kurz vorlesen. Tablettenwirkstoff Otakuisma-Cetatin. Fragen Sie Ihren Anime-Händler, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 bis 4 Tagen keine Besserung eintritt, kann Ihnen auch kein Arzt mehr helfen. Also es ist wirklich so aufgemacht, wie so eine richtige Packungsbeilage.
Okay, Junibio 500 Milligramm Akut ist ein fantasiehemmendes und Anime-Fieber-senkendes Heilmittel aus der Gruppe der wirkungslosen Placebo-Medikamente, die sich nur durch viel Pseudowissenschaft verkaufen lassen. Junibio 500 Milligramm Akut wird angewendet bei akutem Achtklässler-Syndrom. Dies äußert sich durch, aber ist nicht beschränkt auf, lautstarke Ausrufungen unsinniger Angriffstechniken. Mondstein, Flieg und Sieg! Also das steht da nicht, das habe ich jetzt gesagt. Dauerhaftes Monologisieren in verstellter Sprache, automatisches Einnehmen einer Kampfpose, sobald man eine neue Person zum ersten Mal trifft. Einen Wortschatz, der sich hauptsächlich aus obskuren Anspielungen auf zahllose Fantasy-Serien vergangener Tage zusammensetzt. Okay, ich glaube, Mad-Eye hat das auch. Beachten Sie, Achtklässler-Syndrom ist höchst ansteckend. Sollten Sie bei Menschen in Ihrem Umfeld Symptome bemerken, ziehen Sie umgehend Ihren Publisher oder Händler und bestenfalls noch den Seuchenschutz zu Rate. Junibio, bla bla bla, darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich gegen Realitätsschocks sind, wenn Sie allergisch auf gesunden Menschenverstand reagieren, wenn Sie peinliche Erinnerungen an frühere Achtklässler-Syndrom-Anfälle vermeiden wollen, wenn Sie den Kontakt zu Ihren Otaku-Freunden nicht verlieren möchten, wenn Sie gerade in einen interdimensionalen Kampf um die Rettung der Menschheit verwickelt sind. Retten Sie in dem Fall bitte zuerst die Menschheit. Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Junibio ist erforderlich. Bei Erberkrankungen wie von den Eltern weitergereichte Comic-Sammlungen, wenn ihre Lieblings-Gaming-Konsole gerade kaputt ist, Kinder und Jugendliche, die noch nicht die 8. Klasse besucht haben, können Junibio sogar vorbeugend einnehmen. Sprechen Sie die Einnahme von Junibio bitte zuerst mit Ihrem örtlichen Exorzisten. Man kann ja nie wissen. Okay. Und es geht einfach noch weiter. Also, es ist so teilweise ernst und dann teilweise so überhaupt nicht ernst. Okay, es könnte mich in einen Zombie verwandeln, das ist schön. Das liegt dann aber natürlich an den anderen Produkten, bevor sie also ihre Anwälte auf uns hetzen. Junibio vermindert die Wirkung von Mindscrew-Animes und anderen bewusstseinserweiternden Substanzen, besonders niedlichen Merchandise-Goodies, so wie das hier wahrscheinlich. Wenn Sie an akutem Achtklässler-Syndrom leiden, sollten Sie prinzipiell keine Fortbewegungsmittel selbst bedienen, mit Ausnahme natürlich von Mechas, ist ja logisch. Vergewissern Sie sich aber in jedem Fall, dass es sich auch wirklich um einen Mecha handelt und nicht um den alten Rasenmäher Ihres Opas. Junibio akut langsam auf der Zunge zergehen lassen und dabei jedweden Drang nach markigen Kampfschreien unterdrücken. In den nachfolgenden 2 Stunden sämtlichen Animes und Mangas fernbleiben. Nehmen Sie Junibio so lange ein, bis Sie sich sicher sind, dass Sie kein bunt kostümierter Superheld im Kampf gegen das Böse in der Welt sind. Och, schade. Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten, sehen Sie sich als Gegenmaßnahme umgehend eine Staffel Ihres bevorzugten Moe-Animes an. Welche Nebenwirkungen sind möglich? Häufig. Die Erkenntnis, den Großteil der Jugend mit albernen Tagträumen verschwendet zu haben, kann zu akuten Depressionsanfällen führen. Gelegentlich, sie könnten sich in einen spaßbefreiten Langweiler verwandeln, mit dem niemand mehr etwas zu tun haben will. Selten bis sehr selten, sie finden endlich ein paar Freunde. Oha, bitte schützen Sie die Arznei vor dem Zugriff durch Haustiere, insbesondere Katzen. Die Mistviecher kommen echt überall ran. Okay, das ist... Wow. Also das Ding sieht dann so aus. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Süßigkeiten oder so, aber oh mein Gott, ich feiere das gerade so sehr. Danke, danke Christian. Ich hatte mir eh schon überlegt, ob ich mir einfach nur diesen Schuber noch hole mit den Extras, nur damit ich dieses Ding kriege, weil ich das so cool fand. Aber gut, weiter geht's mit einem Mikasa-Button zu Attack on Titan. Ich dachte, den hast du nicht mehr gekriegt. Ich meinte zumindest, er hat mir irgend sowas gesagt, aber... Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Aber yay, Mikasa! Mikasa ist schön. Sie ist eine meiner Lieblingscharaktere. Mein Lieblingscharakter ist allerdings Armin. Aber ja, Mikasa. Dann haben wir hier 2 Sailor Moon Kettchen. Nämlich von Pluto und von Neptun mit ihren Planetensymbolen. Ja, die waren auch nicht teuer und ich dachte mir, komm, das sind süße kleine Anhänger. Die fallen auch nicht zu sehr auf, also man merkt nicht direkt, dass es Sailor Moon ist, aber die Kenner wissen es trotzdem. Also ja, die fand ich cute. Naja, dann gibt es ja auch noch das Death Note Button Set, das ich gekauft habe. Jo, die sind sehr klein und süß mit den Charakteren drauf. Death Note ist auch ein Anime, den ich mega gerne mag. Und ja, das hier war auch nur 2 Euro, das kann man, denke ich mal, schon mal machen. Jo. Also die Pinnwand bekommt Zuwachs, ich sehe das schon. Und dann sehe ich hier auch noch so Bändchen.
Keep Your Distance steht hier drauf. Ist wahrscheinlich auch von der Convention. Und hier haben wir noch Talk to Me. Achso, die kann man sich so rantun, wenn man will, dass Leute mit einem reden oder eben nicht anscheinend. Auch eine cute Idee. Hier mit ein paar Maskottchen oder sowas. Ja, ich glaube, das ist das Unicorn oder ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ich gehe mal davon aus. Oh, und das ist dann wohl das Pokémon Daumen-Kino. Und ich freue mich gerade darüber, dass es mehr als ein Buch ist. Ja, ein Daumen-Kino ist quasi so die einfachste Form der Animation. Ich hoffe, ich mache das hier jetzt richtig vor. Aber, ja, ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Es ist jetzt gerade ein bisschen schwer zu zeigen hier auf Kamera. Aber wenn man hier halt so entlang geht, dann spielt sich eine Animation ab. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es bei einem der anderen Dinger besser, aber ich glaube, ihr könnt es einigermaßen erahnen. Ja, ich glaube, man kann es erahnen, aber es ist ein bisschen schwer zu sehen. Ja, das hier war halt gerade so, Lucia wirft den Pokéball, Plinfa springt los. Das finde ich, ich finde das mega cool. Ja, es sieht halt wirklich aus, als wäre es animiert, einfach nur, indem man hier bei diesem Büchlein diese Bewegung hier macht. Ich weiß, es geht ein bisschen schnell, vielleicht sollte man das langsamer blättern. Naja, ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit, aber ich finde das einfach sehr cool. Und ja, Pokémon! Hier waren außerdem noch, sind das Magnete? Ich glaube Magnete. Dabei hier mit Jessie, das ist sogar so ein lustiges, ja, wie nennt man das, Holo, was auch immer, es bewegt sich. Und ein, oh Gott, wie nennt man das Ding hier? Stolunior? Irgendwie sowas. Also das Daumenkino funktioniert besser, wenn ich es mir selber anschaue. Auf Kamera ist jetzt ein bisschen schwierig. Okay, dann sehe ich hier eine Attack on Titan DVD. Aber es ging mir nicht um die DVD, sondern um das Autogramm hier unten von, ich weiß jetzt gerade gar nicht, oder beziehungsweise es sind mehrere Autogramme, hier ist auch noch eins. Es war nämlich Attack on Titan Synchronsprecher da und Christian hat gemeint, hey, ich habe hier noch Volume 1 von Attack on Titan, nee, Volume 4 ist das hier sogar, rumliegen und die kannst du für 3 Euro haben und dann, ja, geben sie dir da die Autogramme drauf und ich war so, okay, gut, nehme ich. Ich weiß gerade leider nicht mehr auswendig, wer genau da war, ich glaube Max Felder war da, ich meine, das hier ist sein Autogramm. Und die andere Schrift kann ich leider nicht lesen, aber da werde ich nochmal nachgucken und nochmal sicherstellen, wer genau das war. Dann haben wir hier was für Mad-Eye, nämlich ein Godzilla-Film, den er sich gekauft hat. Ja, den werde ich ihm dann mitbringen. Und hier ist noch ein Autogramm, nämlich von Santiago Cisma, dem Sprecher von SpongeBob. Ja, diese DVD-Hülle hat mir Christian geschenkt, da ist aber auch keine DVD drin, es ist nur die Hülle. Aber ja, das ist mega cool. Santiago Cisma ist ja natürlich so ein ikonischer Sprecher, den kennt man. Den hört man ja auch öfter irgendwo und seine Stimme ist einfach unverkennbar. Er ist eine Legende. Aber natürlich auch die Attack on Titan Synchro finde ich mega, mega geil und alle Sprecher machen da einen mega guten Job. Oha, das ist ein Manga, den kenne ich gar nicht. Vom Manga Day 23 Dance Dance Danseur, wie man das auch immer ausspricht. Aber ja, das ist ja cool. Also, den habe ich mir nicht gekauft. Das ist dann wohl eine kleine Überraschung von Christian. Okay, es geht um einen Jungen, der Ballett tanzt. Ich persönlich mag auch tanzen sehr gerne, also das könnte cute sein. Und ich sehe schon, er hat mir noch mehr Mangas von diesem Manga Day mitgebracht. Die Früchte der Platane, davon habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich lese hier gerade. Es ist ein Kinderarzt. Dann haben wir hier noch Mooning Over You. Und Skip Beat. Das sieht irgendwie älter aus, oder? Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, das sind nicht die kompletten ersten Manga-Bände, aber so für eine Leseprobe sind die doch ziemlich dick. Also ja, nice. Da kann ich mal reinlesen und gucken, ob mir die gefallen. Oh, und hier ist noch ein kleiner Notizblock von Future Boy Conan. Ich glaube, das ist doch ein Manga von Miyazaki. Ich glaube, da war was. Also ich habe das so am Rande mitbekommen, dass es so diesen Kickstarter gab, damit die Serie bei uns ja auch mal lizenziert wird. Aber ja, nice. Süß. Hier ist dann ein Flyer für die HaruCon 2024. Ja, das ist auch eine Con, auf der er unterwegs ist. Da habe ich ja auch schon ein paar Mal dann eingekauft. Und worüber ich mich gerade auch sehr freue, ist die Chibi Koneko. Ja, die Koneko ist ein Magazin über Japan, Anime, alles Mögliche.
Und ja, das hatte ich ja auch lange abonniert, mittlerweile nicht mehr. Aber ja, die Chibi-Conecos, die gibt's halt gratis oder sehr günstig. Und die finde ich immer sehr cute. Da sind auch, ja, ein kleines Poster ist drin. Sogar mit Attack on Titan. Ja, nice. Und es glitzert ein bisschen. Das ist schön. Okay, hier gibt es dann noch etwas von Zauberfeder. Davon habe ich noch nie gehört, aber es ist anscheinend ein Fantasy-Verlag. Hier gibt es eine Leseprobe zu Kiela und das letzte Geleit. Und hier ist auch noch. Da werden wir mal reingucken. Ich weiß nicht genau, was das ist. Okay, ich glaube, das sind ein paar Postkarten und Sticker. Hier haben wir einmal Fabi Nico oder wie das heißt. Oder andersrum. Ich bin nicht ganz sicher, welcher Reihenfolge das gelesen wird. Verbotene Allianz. Mao can't choose the gender. Okay, das klingt irgendwie interessant. Cheering up in the underworld. Sieht auch interessant aus. Und dann hier, ich bin nicht sicher, was das hier für Kärtchen sind. Aber die sehen sehr hübsch aus. Also ich mag den Artstyle. Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ob wer das ist, ob das irgendwelche Künstler sind, die vor Ort waren. Kann schon sein. Na, es scheint irgendwas vom Manga Day 2023 gewesen sein. Also vielleicht haben die da irgendwie so Kärtchen verteilt von den, ja, von den Zeichnern dieser Mangas oder sowas. Das könnte sehr gut sein. Oder von irgendwelchen Artwork, also Fanart-Zeichnern, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sehen die alle echt schön aus, auch mit diesem Goldrand. Die gefallen mir gut. Oha, da ist nur mehr Zeug, oh mein Gott. Weiß gar nicht mehr, wo ich das hintun soll hier. Okay, das ist hier auch irgendein Magazin, Zauberwelten heißt es. Kenne ich auch nicht, aber Fantasy interessiert mich auf jeden Fall schon. Dann haben wir hier einen Flyer von der Unicorn. Es ist einfach Sabine Bollmann. Sailor Moon. Also die erste Sailor Moon. Und es steht mein Name drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gerade. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wo war die denn am Start? Oder ich weiß jetzt nicht, wie du da rangekommen bist, aber ich glaube, sie war nicht auf der Unicorn. Aber. Oh mein Gott. Ich freue mich gerade so unfassbar. Ja, ich wollte schon lange mal ein Autogramm von ihr, aber ja, hat sich halt nie ergeben, dass ich auf irgendeine Con gehe, wo sie auch da ist. Deshalb freue ich mich gerade extrem. Und hier haben wir auch noch, noch weitere Autogramme. Oh mein Gott. Also ich sehe hier, er hat auch nochmal einfach eins von Santiago Cisma geholt. Er hätte doch nicht zweimal wegen mir unterschreiben müssen. Oh mein Gott. Hier dann Patrick Keller, glaube ich, heißt der. Ah ja, da sehen wir schon. Kirito. Ja, Sword Art Online mag ich auch, aber ich meine, ich hätte den Namen auch schon des Öfteren mal irgendwo gelesen und bestimmt kenne ich auch noch andere Anime mit dem. Ja, dann nochmal der liebe Herr Cisma. Dann, genau, das ist der Sprecher von Armin. Ich kann seinen Namen. Ah doch, da steht der Christian Zeiger. Yay, Armin! Woo! Wie schon gesagt, mein Lieblingscharakter. Und dann hier Max Felder. Erin! Woo! Dann haben wir hier noch ein bisschen Zeug in so einem sehr geilen Briefumschlag. Also das ist ja mal richtig geil. Also dieser Zeichenstil hier. Da haben wir auch Pluto. Wow, die sieht da mal richtig geil aus. Aber auch andere Charaktere. Ich meine, das hier ist ein Charakter aus einem Arina Tanimura-Manga. Ah ja, daneben haben wir auch Jeanne, genau. Saturn. Und, oh, das ist ja Jupiter, oder nicht? Also das Outfit ist, glaube ich, ein bisschen anders, aber es dürfte, ja, dürfte Jupiter sein. Das ist ja mal geil. Also, wer auch immer diese Künstlerin oder dieser Künstler ist, nice. Okay, hier haben wir was vom Akiba Pass Shop. Das ist anscheinend ein, ja, irgend so ein Gutscheincode. Cool. Oh, und es gibt noch mehr Postkarten. The Dangers in My Heart. The Eminence in Shadow. Also die kenne ich bisher nicht, aber sieht interessant aus. Das kenne ich. Magia Record. Diese Spin-off-Serie zu Madoka Magica. Also Madoka Magica ist ultra geil. Magia Record habe ich auch gesehen.
Und das fand ich ein bisschen verwirrend, aber ich fand es auch gut. Ja, Dawn of a Shallow Dream steht ja noch als Untertitel und dieses weirde Viech da oben. Gruselig, gruselig. Ein Lesezeichen. Und, das dürfte was von Junibyo sein. Es sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Ja, safe. Das ist eine coole Postkarte. Oh, da ist ja noch eine. Auch mit Junibyo. Also ja. Also der Anime hat zwar einen anderen Artstyle, aber ja, das ist der Anime, von dem ich die Packungsbeilage vorher vorgelesen habe. Sehr, sehr cool. Oh my fucking God. Wow, und jetzt weiß ich auch, warum das Paket so schwer war, weil hier einfach Unmengen von diesen Zillow-Magazinen drin sind. Davon hat er mir schon mal ein paar gegeben. Das ist ein Musikmagazin. Und hier sind echt viele davon drin. Vielen lieben Dank. Ja, hier. Oh, hier ist auch was zu Saltatio Mortis, eine meiner Lieblingsbands. Yeah! Geil! Da hat er mir schon geschrieben, dass er mir noch ein paar von denen gibt, weil die bei ihm eh nur rumliegen. Und ja, er dachte halt, mich könnte es interessieren. Within Temptation, auch eine geile Band. Ja, also ich werde euch die hiervon aber, glaube ich, nicht alle zeigen. Das sind dann jetzt noch ein bisschen viele. Und ja, ich denke, ihr seid sowieso vor allem hier wegen dem Anime- und Manga-Zeug. Und ich freue mich unglaublich. Also, die Sachen, die ich gekauft habe, die sind natürlich geil. Aber vielen, vielen lieben Dank auch für die anderen Sachen, die du mir noch geschenkt hast. Und auch generell nochmal vielen lieben Dank für deine Mühe. Ja, ich habe mich so sehr auf das Paket gefreut und ich bin mega happy darüber. Yay! Und dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr von den Sachen haltet. Und ja, ihr dürft auch gerne einen Like oder ein Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.